Moin Leute und willkommen zu einem neuen Stream. Heute nichts Besonderes. Das war fucking laut. Ja, vor der Saison gibt kein neues Auto. Und bisher scheint noch keiner wirklich da zu sein. Gibt nichts Großes zu sagen, aber die Race Room Woche. Moin Domme. Moin. Race Room Woche wird diese Woche nice. Ja. Ich habe hier eine neue Herbstveranstaltung und exklusive Herbstbelohnungen. Du weißt, was zu tun ist. Wasserflasche aufzufüllen. Moin Emil. Müssen wir denn machen? Foto. Okay, Forsaton ist ganz okay. Oh, Showcase Remix mit meinem Lieblingsauto. Hm. Oh, das war echt das einzige Showcase, wo ich richtig dran gehangen habe einmal. Habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten dafür gebraucht, das fertig zu kriegen. Ja, und ansonsten typische Events. Ich kann übrigens schon mal sagen, ich werde wahrscheinlich diese Woche das Mittwoch-Event in Raceroom nicht streamen, weil mir letztes Mal das Internet komplett weggestorben ist wieder. Und mal gucken, wie es dann läuft so. Und ja. Sollte ich jetzt mal ein PR-Stunt. So wenig heute. So. Was, Leute hier oder was? Ja. Na, eigentlich schon. Haben alle keinen Bock. Alle zu abgehoben. Na, heute wieder Spätschicht, Emil. Ja, viel Spaß ja auch noch. Danke fürs Vorbeischauen, aber. Ja, gut. Irgendjemanden finden wir doch noch. Waschen wir da halt alleine durch. Haben wir schon mal nur zu zweit? Boah, ich weiß. Ich glaube, ich habe mit Emil einmal nur zu zweit. Das war, glaube ich, in einer der Wochen, wo du... Zwei, drei Wochen, in der du gebannt warst. Da waren wir auch nur alleine. Bin mir aber nicht sicher. Obwohl, nee. Ja doch, das kann sein. Glaube ich eh nur noch kaum Forza gespielt eigentlich. Ja. Gut, mittlerweile auch irgendwie wieder kaum. Ja, ich spiele aber momentan. Aber nicht, weil ich Forza nicht mehr mag, sondern... Oder nicht mehr mag. Halt auch nicht. Nicht, weil ich keine Lust auf Forza habe, sondern weil ich einfach so viel Bock auf Race Room momentan habe. Also, wenn ich zocke, spiele ich fast immer Race Room. Oh, ich habe irgendwie momentan gar kein Game, was ich so richtig fühle. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht Phase Stream verschiebe, weil donnerstags kommt ja immer die neue Season. In, also die neue. Die neuen Events halt in Race Stream so. Habe ich schon überlegt, ob ich nicht dann einfach donnerstags fahre, so. Schon. Ja, schon ehrenlos. Aber ich meine. Wann soll ich Forza sonst machen? So, dann würde ich mir ja immer denken, ja, fährst du trotzdem. Ich meine, es ergibt ja Sinn, Forza dann an dem Tag zu machen, wo auch die Dings raus ist. Vor allem, weil es ja für euch dann auch blöd ist, oder? Dass du Forza am Donnerstag streamst, ist genauso wie Unge jeden Tag Unge klicken. Das muss einfach. Nee, da hat Domme trotzdem noch Dings gemacht, wo Cyberpunk erschienen ist. Ich war mir ziemlich sicher, das war der Stream, nachdem Domme gebannt war. Also,
bei dem einen war es ja so, dass, dass du dann ins Spiel kamst und wir aber trotzdem noch irgendwie 5 Leute waren und da ewig gewartet haben. Mhm. Und beim Stream danach waren wir, glaube ich, nur zu zweit. Wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Keine Ahnung. Backflip. Ich war ja nicht da, deswegen. Holy fuck. Und es zählt. Nice. Stones. So. Ein Jump? Ich hab mich ein paar Mal überschlagen. Extreme Offroad. Ich muss auch sagen, ich habe echt Bock auf die Race-Room-Woche, weil es sind saugeile Kombinationen für mich. Ich kann mal ganz kurz durchgehen, was ich fahren werde. Und zwar, auf der Stunde ist immer P2, also Prototype 2, plus GT3 auf Road America, ziemlich nice. Dann auf der halben Stunde ist der Carrera Cup. Und dann gibt's 2 Endurances täglich, einmal um 18 Uhr DTM 2020 auf Hockenheim und um 19.30 Uhr GT3 auf Spa. Das sind halt einfach saugeile Kombinationen. Und samstags sind 2 Stunden Rennen halt P2 GT3 auf Road America. Also, ach moin Pete. Ist hart da jetzt nicht zu gucken, wann und wie man möglichst oft fahren kann. Ich hätte auch Bock, beide Endurance-Rennen zu fahren. Also beide täglichen am Wochenende. Lost Man ist auch da. Moin. Komm. Beide täglichen Endurances zu fahren. Aber die sind halt so. DTM dauert von. Warte, Server öffnet 18 Uhr, dann 25 Minuten Training, 10 Minuten Qualifying. Plus Ladezeiten dazwischen, okay. Mit einem, sagen wir mal, Rennen geht um 40 los. Dauert 45 Minuten, das heißt, der Server geht bis 19.25. 19.30 Uhr fängt schon das Training fürs andere an. Deswegen muss ich da gucken, wann ich dazwischen esse, weil ich esse ja eigentlich eh nur 2-mal am Tag. Digga. Man kann auch mal am PC essen. Ja, mache ich ja auch dann, aber trotzdem, ich meine, ist trotzdem nicht viel Zeit dazwischen, so, ne? Ist halt dann, wenn. Keine Ahnung, wenn du nichts machst. Muss ich mal gucken, wird schon irgendwie passen. Meine Eltern sind ja zum Glück relativ flexibel. Und Jesko ist im. Ding. Von Sotton Shop? Oder im. Oh. Von Sotton Shop. Oh, kann man mitnehmen. Na, Flop macht nicht mit. Ehrenlos. Cadillac Limo, ja, ist alles okay. Jetzt will ich aber einen guten Grund haben, sonst gibt's einen Bann. Das ist mein bestes Modern Rally Car. Oh, Flopdorf hat's gehört. Oh nein. Flopdorf fühlt sich nicht angegriffen. Ja, dann sag mal, komm. Hau mal einen guten Grund aus. 298. Schlafen, keine Lust, keine Zeit oder Hunger. Chrissy bei dir zu Hause. Sind alles keine Gründe. Forza einfach ausrüsten. Ein Dritter war schon. Wir wollen dich nach. Titel hat dich nicht so gecatcht. Ah doch, catch dich. Ich meine, wenn du jetzt dieses geile Gameplay im Hintergrund siehst, dann musst du doch quasi mitmachen. Ich glaube, ich muss die Steigung mitnehmen, ansonsten schaffe ich die 2,98. Bei dem Titel dachte ich mir schon so, Alter. Halt einfach deine Maus.
Mir ist nichts angefallen. Was soll man noch sagen? So, ja, ist halt Herbst und Herbstseason. Steht doch drin. Ah, gut. Ich mach einfach wie Sascha, ich hau einmal auf die Tastatur und dann ist das mein Titel. Oder wie ABK, halben Aufsatz. Einfach immer eine Mathe-Rechnung. Ja, im Auto, das dazugehört, reinkommt oder nicht. Komm, 1 km/h noch. Ein. Ich bin 1 km/h zu langsam. Was ist das für ein Scam? Wer ist Sascha Unsympathisch TV? Louis. Flauft auf einen Mann ohne Kultur. Mir 1 km/h gefehlt hat. Frech. So, ich bin ja noch gar nicht beigetreten. Tatsächlich noch nicht, ne. Pete ist auch dabei. Jo. Gut, sind wir dabei. Kann man 4 haben wir schon. Nee, ist eigentlich ziemlich sympathisch. Das ist schon ziemlich sympathisch mittlerweile. Früher war er wirklich irgendwie komisch. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wie das für ihn war, dass er dann... Weil er war ja wirklich nur so bekannt, als er der absolut angepisst ist die ganze Zeit so. Wie es dann so für ihn war, das einfach, ich sag mal, wegzulegen so. Also dieser... Wo er dann angefangen hat mit den Nicht-Lachen-Videos und dann nach. Dann macht er jetzt eigentlich nur noch so Sachen, die lustig sind. So. Das ja. Irgendwie ja, früher war er auch lustig, aber. Ja, aber er ist. Ja, gut. Ja. Er hat halt nicht mehr diese, ich sag mal, Rolle. Deswegen. Können wir natürlich bei einer Frage Go fragen, aber. Keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwie vermisse ich das so ein bisschen. Aber irgendwie finde ich es auch nice, wie die Videos jetzt sind. Ich muss sagen, zwischenzeitlich fand ich es so ein bisschen, naja. Als er dann diese, also wirklich nur nicht lachen und so gemacht hat, fand ich jetzt nicht so. Vor allem, weil da auch nicht viel in den Videos drin war, was so unsympathisch war. Sondern weil es halt wirklich gefühlt nur, er guckt sich's an so. Fand ich nicht ja, so mega nice. Aber so wie er es mittlerweile macht, finde ich es nice. Wirklich lang und viel ist in den Videos auch nicht drin. Ja, aber also es war mal so, kann das schwer beschreiben. Es waren halt nicht diese ganzen Einschnitte und so, die jetzt drin sind. Aber die Lauch- und Baggerzeiten. Die ganzen Monte-Clips, die das Video erst gut machen. Oder Trimax. Ja, war halt so. Nein. So, Trimax und Papa Platte waren irgendwie auch aus dem Nichts so voll im Hype. Ja, aber auch so Reaped und so. Auch noch nie vorher gehört und dann auf einmal. Ist schon krass. Weil ich den auch gerne. Trimax hat früher Clash of Clans Videos gemacht. Auf der anderen Seite gibt es dann halt zum Beispiel so Leute wie Stan, also Stanplay. Kannte eine Zeit lang viele. Ich würde bei Stan nicht sagen, dass ihn jeder kannte, aber ihn kannten halt viele. War ja auch zum Beispiel ein Meme bei Concrafter, wo er noch kein Spasti war, also Concrafter. Ja, trotzdem schon damals absolut unlustig. Aber, ist nicht lustig. Aber der ist ja heute quasi gar nicht mehr präsent so. Ja, es war ja nur ein Meme und kein... Ja, aber sein Channel lief schon ganz gut. Also,
war schon. Konnte sich halt nicht halten. Macht Luca überhaupt noch Klicks? Conquerter? Keine Ahnung. Guck ich nicht. Also früher war der übel gehypt. Also was ich früher bei ihm richtig nice fand, waren diese Minecraft Facts und Minecraft Commands. Ich meine, wann waren die 2015 oder so? 2014? Super lange. Aber auch Leute, die mehr Ahnung haben. Ja klar, aber sie waren halt trotzdem irgendwie nice gemacht und so. Konnte man sich gut geben und dann kamen halt diese Luca-Kommentare-Sachen und so. Ja, konnte man sich am Anfang gut geben und so. Aber irgendwann war es halt einfach so, jedes Video dasselbe und irgendwann komplett aufgesetzt. So und ja, dann was kam halt und dann kam halt. Auch viele Videos gemacht. Also gar nicht mehr. Wie meinst du? Ja, was hat er denn so für Videos gemacht? Wann? In letzter Zeit. Keine Ahnung. 2017, aber er hat doch irgendwann einfach angefangen und dann. Ja, diese Kommentarsache einfach unauthentisch, sagen wir es mal so. Und viel Real Life und so. Viel Vlogs, glaube ich. Viel Vlogs und Challenges. Ja, Challenges, aber Vlogs eher nicht so. Vielleicht noch auf dem zweiten Kanal oder so, keine Ahnung. Linie. Er hat glaube ich mal gesagt, wo er sich umbenannt hat zu Luca Concrafter. Er möchte sich auf langfristig nur noch Luca nennen, aber hat er nicht immer noch Concrafter drin? Er heißt Laser Luca. Achso, ja, auf Snapchat und so. Null. Nein, er heißt Laser Luca auf YouTube. Uff. Ja. Er ist null. Ja. Ja, Concrafter gucken wir auch nicht mehr. Keine Sorge. Nee, also. Du hast da nichts verpasst. War schon, ja. Hat dann eine Zeit lang ja auch wieder angefangen mit Gaming, hat so ein bisschen so Minecraft Alphas und so durchgespielt, mal die Version so ein bisschen erneuert. Das war irgendwie wieder nice, aber das hat er dann so schnell wieder aufgegeben, weil er halt auch nicht wirklich Lust hatte, glaube ich. Oder weil es einfach nicht gut geklickt wurde. Ich weiß nicht wirklich, wie es da war. Aber ja, ey. Und dann kamen halt die Sachen mit dem Club und so. Einfach nur peinlich, sorry, aber. Das war dann Absturz. Schiff. Jo, die Bunkermafia fährt mit. Soll ich vielleicht ein bisschen langsamer fahren, damit die KI nicht so. Moin Tobi. Na schon, Toto. Geht nicht viel gerade. Ja, reden über wichtige ja Themen. Vlogtoppel will ja nicht hier mitmachen. Wie war mein Tag? Ich meine, auf der einen Seite hatte ich keine Schule, das war cool. Auf der anderen Seite habe ich den ganzen Morgen gefühlt nichts gemacht. Bin auch erst um 11 Uhr aufgestanden. Ja. Seit wann zockst du Forza? 2,5 Jahre? Seit Release. Nee, nicht seit Release. Ich hab's mir ein paar Wochen später erst geholt. Ja, aber du hast die Demo angefangen. Ja, die Demo habe ich mehrmals durchgespielt.
Ja, Fluffdorf kann ich aber zustimmen in dem Part jetzt. Schlecht wie immer. Boah, hör auf, so depressiv zu sein. Ah, doch. Kein Grund dafür. Ich weiß, ich bin, war in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich so angepisst wie noch nie. Okay. No joke. Also ich konnte mich auch zu nichts aufraffen, weil ich einfach nur komplett angepisst und keinen Bock auf irgendwas hatte. Ja. So langsam macht die Situation mich auch tot. Welche Situation? Ja, mit Corona und so. Keine, macht dich tot. Nicht, dass ich zu Hause sitze oder so, das macht mir ja schon seit Jahren nichts aus, Lü. Aber einfach so diese... Zum einen diese ganz Behinderte zur Schule können, die Schule wahrscheinlich in der Woche dicht ist und wir in unseren letzten Wochen vorm Abitur sind. Ich meine, für uns sind die letzten Wochen vorm Abitur wichtig, für die meisten anderen sind die Internet war gerade weg. Ah, perfekt. Ja. Ich meine, ja, Corona-Schnelltest sind nichts groß. Also, finde ich nicht störend, aber so, weißt du, für uns, die Abitur machen und vielleicht auch noch in der Q1 sind so diese Wochen viel wert eigentlich. Aber für diejenigen, die jetzt in der Klasse, die können das auch im Homeschooling easy machen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich in einer höheren Stufe bin, und, sondern einfach, weil es halt quasi so ist und wir schon super viel verpasst haben. Und jetzt kriegen wir, dadurch, dass wieder alle zur Schule kommen, nur noch die Hälfte des Unterrichts, weil wir halt dieses Tagwechselmodell haben. Das heißt, es fällt nochmal die Hälfte der Stunden bis zum Abitur quasi weg. Eigentlich ganz, aber fast. Kann man, finde ich, dann schon verstehen, dass viele aus meiner Stufe angepisst sind. Also wirklich jeder hat sich darüber aufgeregt. Auch die Lehrer haben sich darüber aufgeregt. Keiner konnte es verstehen. Willst du nicht eine Ausbildung machen? Ja, klar. Mir kann das Abitur glücklicherweise ziemlich egal sein, aber es ist halt trotzdem fucking nervig so. Und ich meine, Politik ist sowieso so eine Sache, aber wenn du gesagt bekommst, ja, die Oberstufen haben Prioritäten, dann wird sowas entschieden, weiß ich nicht, ob man, na, fühlt man sich jetzt nicht so gut mit. Aber naja. Ja, danke, Tobi. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, dann noch allein, dass jetzt wieder Leute nach Mallorca fliegen, die Zahlen eh wieder hochgehen, das ist einfach nur eine Frechheit. Wer fliegt denn bitte nach Mallorca? Ach, keine Ahnung, die Flüge sind nur ausverkauft. Weil kaum Leute fliegen, oder? Nein, Mallorca ist jetzt kein Dings-Risikogebiet mehr, das heißt, man muss nicht mehr in Quarantäne, wenn man wieder zurückkommt. Das heißt, Leute fliegen jetzt wieder mal nach Mallorca, weil man ja nicht mehr in Quarantäne danach muss. Es ist einfach behindert, so. Also, ja, wie retarded ist man jetzt in Mallorca zu fliegen? Also die Flüge sind wirklich, also die normalen, regulären Flüge sind alle ausgebucht, so wie ich das verstanden habe. Und ich finde, das ist einfach nur egoistisch, egozentrisch, wie auch immer. Ja, aber da gibt's ja eh keine, da gibt's ja eh nichts, was man da machen kann, oder nicht? Doch, die haben wieder, also da ist es viel weniger streng als in Deutschland dann. Und die Spanier regen sich da auch todes drüber auf, die dürfen gefühlt nicht raus. Und die Deutschen können sich auf dem Strand gefühlt wegflanken dann. So. Ja gut, dann machen die da ein. Oh, ich drück zurückspulen. Dann machen die da eine Woche Urlaub und dann ist wieder Quarantäne. Ja, aber wer am meisten darunter leidet, sind die Deutschen, weil das ja in deren Gebieten hochgeht auch. Wenn die Corona positiv sind so. Das ist einfach. Ich meine, dass man rechtlich das nicht, ich sag mal, verbieten kann. Dass man bei zwei Gebieten mit derselben Inzidenz oder wo auch immer das bemessen wird, sagt, das ist gesperrt und das andere nicht. Okay, verstehe ich, aber ich meine, bei sowas muss man doch reglementieren. Keine Ahnung, verstehe ich einfach nicht. Kann man nach meiner Meinung auch nicht wirklich rechtfertigen. Sowohl, dass man es nicht unterbindet, als auch, dass man dahin fliegt jetzt momentan. Also. Ja. Komische Menschen. Ich meine, jedem das seine, aber wer
keine Ahnung, eine Woche sich gefühlt totsaufen über das Wohl vieler Menschen stellt, weiß ich nicht. Allein das Ganze macht mich halt mehr so. Man, ja, hört man nicht so. Das betrifft dich ja jetzt nicht persönlich, dass Leute nach Mallorca fliegen. Ja, was ist einfach so. Es fühlt sich halt trotzdem insgesamt scheiße an, dass man weiß, dass es nicht. Also, dass wir das nie loswerden, wenn das so weitergeht, gefühlt. So. Ja, am Ende sind wir diejenigen, die länger unter dem Lockdown leiden. Es geht eh erst weg, wenn alle geimpft sind. Entweder das oder wenn halt. Oder wenn zumindest mal die Zahlen runtergehen würden, wäre schon mal ein gutes Zeichen, aber jetzt gehen sie ja eh wieder hoch von daher. Weißt du, es ist schon das dritte oder vierte Mal, dass wir jetzt wieder quasi vor einem kompletten Lockdown stehen, weil man wieder viel zu früh viel zu viel lockert. Und irgendwann muss man, nach dem zweiten Mal muss man es halt einfach mal lernen, finde ich, aber ne. Ist anscheinend nicht so. Ja, das Problem ist halt, dass es halt immer mehr Querdenker gibt, wenn die Regierung solche dummen Entscheidungen trifft. Aber man muss ich finde, man sollte die Schuld nicht nur bei der Regierung suchen, sondern auch halt in der Gesellschaft. Diejenigen, die jetzt nach New Yorker fliegen, ja, ganz im Ernst, nein, raus. Also Menschen können auch alleine denken, braucht keine Regierung dafür, aber es ist leider ja, nicht so. Ja, das Problem ist halt, die Regierung kann auch nicht in dem Sinne alles unterbinden. Deswegen ist das, was mich halt so hart abfuckt. Ich meine, wir dürfen nicht mal bei uns, wir haben ja quasi nach den Osterferien hätten wir Chaoswoche bei uns an der Schule. Interessiert mich an sich jetzt nicht so, aber wir dürfen nicht mal Musik hören, ne? Also wir dürfen nicht mal Musik anmachen, weil dann könnte es ja dazu kommen, dass wir irgendwie uns gegenseitig zu nahe kommen, weil ja Musik und so und gute Laune und ja, mehr Gaming, weniger Infizierte, ja, genau das. Wir dürften nicht mal wahrscheinlich auf unserer Zeugnisvergabe. Da hatten wir sonst immer irgendwie, dass die Big Band was gespielt hat, weißt du, bei uns. Und da können wir wahrscheinlich nicht mal was spielen mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. So, ja, nicht gut, mal mit Gesang oder so. Schlimm. Naja, ich finde das ziemlich kacke, dass für mich alles Musikalische rausfällt, was ich sonst hatte. Ich hatte vielleicht, keine Ahnung, 10 Proben dieses Jahr im Orchester noch. Big Band waren mir nicht mehr genug Leute, konnten wir gar nicht mehr machen. Sämtliche Orchester aus. Ist ja auch nervig, aber muss man halt drauf verzichten, auch sagen. Ja, man hätte vielleicht nicht so lange drauf oder so hart drauf verzichten müssen, wenn Leute mal aufgepasst haben. Ja, ist. Es ist halt einfach nervig und scheiße. So. Das ist halt das, was mich auch viel abfuckt. Menschen sind halt dumm. Ist halt so. Aber ich finde, ich hab da auch dann Berechtigung, absolut angepisst zu sein. Und viele andere halt auch. Deswegen, ja. Ich meine, wir haben zumindest zum Beispiel noch versucht, bei uns in der Schule oder auch mit anderen Schulen, dass wir nur noch die Abiturfächer haben bis zu den Osterferien, damit wir halt mehr Unterricht da drin haben. Aber hat am Ende auch nichts gebracht. Und ich meine, bei uns wollte auch der Bürgermeister irgendwie die Schulen dicht machen, weil halt die Zahlen so hoch gingen, was auch Sinn ergeben hätte. Aber wurde ja direkt zurückgepfiffen, das ist auch so bescheuert. Also. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen die Stimmung damit kaputt gemacht, aber manchmal. Ja. Kann ja mal ganz kurz gucken.
least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on. Gutes Thema, jawohl. Hey Königsegg, what event are you doing? Which event? Like, in Race Room this week or in Forza? Ist das hier ein guter Artikel? Nie, weil das Urlaub. Ach komm. Ich denke mal in Forza. Ah ja, Trial. doing Playground Games right now, I think. Or shall we, or sollen wir erstmal. Was wolltest du machen? Showcase oder Playground? Schmeckt. Na, dann we do Showcase. Kurz nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung für Balearen sowie Freiregeln auf dem spanischen Festland, Portugal und Dänemark aufgehoben hatte, stiegen die Buchungszahlen rasant an. Besucher dort sind wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Aber naja. Können ja irgendwie über, keine Ahnung, Irak oder so fliegen dann. Ist ja noch eine Chance, dass das Flugzeug abgeschossen wird. Ah ja, Digga. Treib. Also, ich kommt drauf an, was sie da machen, ne? Wenn man einfach nur schönes Wetter haben will, okay. Wenn man jetzt nichts mit anderen macht. Aber die Zahlen... Naja, aber wenn du jetzt mal nachdenkst, wer so normalerweise nach Mallorca fliegt regelmäßig. Ja, Mallorca ist halt günstig, um gutes Wetter zu bekommen. Muss man jetzt nicht unbedingt saufen. Ja, trotzdem sind das halt viele Menschen, die jetzt dahin fliegen. Ne? Also. Oh. Macht's ja nicht besser. Genug Platz auf dem Haufen. Wenn jetzt nicht alle 1 Meter nebeneinander sind. Wenn die sich dran halten, okay, aber. Na gut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Eben. Ich meine, die schaffen sich mal in Deutschland. Also warum sollten sie dann auf Mallorca? Also gerade auf Mallorca. Ja, Ägypten. Wenn man da überhaupt hin kann momentan. Wenn man in Ruhe wirklich Wetter genießen will, dann würde ich eher auf Madeira oder so gehen. Na, als lass lieber Madeira in Ruhe. Ich kann auch was gibt's, was gibt's dann auch so? Sind die Zahlen da auch ziemlich hoch? Sardinien oder sowas. Generell. Kennt halt niemand. Sardinien? Keine Ahnung. Das ist eine dieser beiden Inseln bei Italien. Wie ist die andere? Die andere weiß ich gerade nicht. Boah, die ist ja auch bald wieder warmes Wetter in Deutschland, also. Sibirien! Wäre eher was für mich, um Sommerurlaub zu machen. ja. Bisschen abwarten, dann kommt ja das gute Wetter. Generell, also egal wohin, ich weiß halt nicht, ob Reisen momentan wirklich nötig ist. Ich bezweifle es. Nötig nicht wirklich. Ich
Ich meine, wenn man mal ein bisschen guckt, hat man bei sich in der Umgebung überall ein paar coole Sachen, zu denen man hin kann. Macht die ganze Zeit Geografie und Kennzeichnung. Das war nicht dabei, tut mir leid. Zählt unter Italien anscheinend. Habt ihr gerade Geld verloren? Oh, Pete hat einen Baum geküsst, glaube ich. Ich kann ja sonst sagen, wo in Land ist. Ja, aber wie heißen die anderen? Keine Ahnung. Ich glaube auch irgendwas mit Saar. Inseln habe ich noch nicht so viel gemacht. Habe ich dich getroffen? Nö. Ja. Ah. Komm. Chillig. Hey Blau, ab durch den Tunnel. Sizilien, ja. Frag mich nicht, welche der beiden welches, ich weiß nur, was die beiden halt dazu gehören. Oh Junge, ram. Na du. Mach mal. Rammt mich halt weg mit so einem Drecksbike. Moin Pete! Oh mein Gott! Nice Foto-Finish. The fuck? Pi war direkt neben mir, aber okay. Ich kann ja mal Licht anmachen, ganz kurz. Mit dem Fiesta lief das gestern besser. Ja, ist ein bisschen stabiler. Der Wagen ist auch jetzt nicht so krass aufgebaut. 808 ist nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich höhere PI haben wollen würde in dem Auto. Solange ich meinen Aufbau in dem Event nicht fahren muss. Können exakt auch so sagen, du bist von. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wo ich so lange in dem Event gegangen bin. Ja, außer very short wheelbase. Ja. It's also not really wide.
Was fun car. Also looks cute. Guck mal, jeder von uns hat eine andere Farbe. Von den oberen drei. Okay Leute, das wird ein Kinderspiel. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Los geht's. Ah! Haben wir gerade Geld verloren? What the fuck macht ihr da? Ich hab einen Biker gerade komplett weggerammt. Ja. Hat mich vorhin auch. Wäre schon lustig, so einen Unimog zu sehen, der von einem Bike weggerammt wird. Too dark for Pete. Letztes Rennen gegen Knallt. Gibt's so rot, der da tot rum. Nur noch ich übrig. Oh jo, war das knapp. Aber, hä? Was? Gewonnen? Ja. Er hätte mich auch fast weg. An derselben Stelle wie dich. Aber ich war schnell genug, dass ich davor noch war. Ja, yeah, there are no cutscenes online. I mean, would be logischerweise. Sind ja auch keine Katzen, so ein bisschen Slow Motion. So if you want to join the session, you can do that. To just be able to join via in-game or Xbox app yourself. But I mean, I did this well in the first race, so... It's very easy to crash this car on this track. Ja, 50%. Oh mein Gott, ein Backstage-Pass. Ist halt schon einfach krank. Ja, auch wenn ich jetzt schon alle Autos hab. Gleich Playground. So Königsdeck, if you want to join, you can do it.
Maybe because it's the Forza is in one paint, but yeah. I started doing a FH4 Horizon Rally trailer, like fan made trailer, in the style of the Forza Horizon 1 Rally trailer. But yeah, at some point I just lost a little bit and was much work to then. I mean, I did those things. Ja, Internet hat gerade. Weißt du, gerade als Flochtopf sagt, laggt es nur bei mir, gucke ich nach rechts und dann geht die Bitrate so langsam runter auf den Nullpunkt. So, yeah, I've started working on it. I still have the footage and all of those things. But never really finished it. And I started it like in summer last year. But yeah, I moved on to other projects. And I still could use, I was able to use some footage I recorded, so it wasn't wasted time. Kein Internet hat nicht so Bock, oder? Irgendwie nicht, aber es war, gestern hat es mich schon wieder rausgeschmissen. Deswegen streame ich ja auch Dings nicht diese Woche weekly. Alter, ist die Xbox-App am Laden. It's okay to show them, so, like, the stream replay gets claimed, but, I mean, don't really have to care about that, so. Das ist gut, wenn man eh kein Geld damit verdient. Ja. Yeah. I mean, it's like, on Twitch, you can also play most of the songs live. The only difference being that I can have the video online and just gets claimed, so the owners of the song would get the money if it would be monetized video, but yeah. I mean, there were like two songs which blocked the video, but I just threw them out of the playlist and everything was fine. And most of my streams can't be shown in like four countries, like of the stream replays, because of the songs, but I mean, those are North Korea, Syria, Iraq, and I think Arabia, so those four.
So I think it's not a big loss. Yeah. I mean, they can't see my videos anyway, probably. Was ein Placement für NordVPN machen. Dann können die das gucken. Können das, aber die wissen ja nicht, dass NordVPN existiert, weil das ja gelockt ist. Ja, dann musst du keine Lieder davon hören. Livestream Musik zu checken. Ja, mein Kanal hat 280 Subs, als ob die mich jemals bemerken würden. Achso, für Twitch. Ich stream mich auf Twitch aus. Yeah, it's like what I've learned in childhood with Grunchus before. But like, everyone shifts in a different way. Like, I think Dom is shifting normal with X and B. Oder was benutzt? Was benutzt du? No. X and B. XB. Luca is shifting with like this one. Like, this is shift up, this is shift down. And yeah, I'm shifting with R1 and R2. R1 and L2. LB, or RB. Also, in Grand Tourism 4, I had this, the standard. Attachments were like X or current was gas and this was brake or other way around. Can't remember. I think this was accelerate. Just looking at my PS4 controller now. I was this gas and this brake. I think this was gas and this brake. Was war Gas? And I, I'm have my thumb like lying on those two, and if I wanted to accelerate, I use my what is it called? Can't remember my name. But like the top of my thumb to brake and the middle to accelerate. Also, mit dem Stick schalten geht noch, finde ich. Mit dem Stick beschleunigen und bremsen geht nicht. Das ist auch absolut unmöglich. Das ist absolut brutalisch. Aber schalten, ich meine, Pro Street ist es ja normal mit Stick zu schalten. Ja, kommt, glaube ich, auch mal drauf an, was man früher so für Spiele gespielt hat. Was sie ja für eine Belegung für Schaltung hatten. Ja, gut, also. Die Need for Speed, die Luca am meisten gespielt hat, die hatten solche Steuerungen nicht, aber. Gut, keine Ahnung, wer da drauf kommt. Ja, hat sich wahrscheinlich als Kind gedacht, das ergibt doch bestimmt Sinn, das so zu machen. Ja, das geht eigentlich. Das ist wie eine Haarschaltung so. Ist halt kacke, wenn man sich nicht umschauen kann. What the fuck? Weggesmashed. Ja, moin, Alter. Ah, Flofter, du wusstest nicht, dass Luca mit Stick Shift schaltet? Hat er schon oft gesagt. Wir haben ihn auch schon oft darauf angesprochen, glaube ich.
Was machen die denn da unten? Was ist denn los? Ich kann das ganz aus, also Mama. Wie hier komisch Handwerker. Wie viel kann man denn eigentlich verändern in einer scheiß Wohnung, Alter? Once you go to the flex on and camp. Nah, camping isn't very good in this game mode. Because you can easily dodge it or yeah, just turn around and grab it and have a bit of cooldown time. Ich meine, du hattest doch angefangen mit Schaltung zu spielen in Forza, oder? Ja, ich? Ja. Ja. Und da ist die Standardbelegung doch X und P. Ja. Ja. Eben. Na gut. 7 Flammen gehen, easy. My mate is blocking me. Kann ich gut. Flagge verlieren kann ich auch gut. Gib doch Gas, Alter. Was ist denn das für ein Turboloch? Was fährst du? Cool, ja, mein Wagen hat S4. Ein Blitz-Turboloch. Moin, Hardware-Guy. Hardware-Guy. Hab ich drin, ja. Oh mein Gott! Wie knapp das war bei mir. Ich hab's gesehen. But I also think like I'm one of the only one who has both fingers, like middle finger and ring finger, on the sticks, on the button and on the trigger. Like, I think many only use indicator finger for this. It's absolute retarded, wie das machst. Hat für mich immer geklappt, also. Nee, heute keine Schule. Morgen wieder. Und dann Montag nicht, Dienstag wieder, Mittwoch nicht, Donnerstag wieder, Freitag nicht. Oder was spielen wir? Ja. Hey MTTJ Land. Nice name. Krieg einen Anruf. Ah, perfekt. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ich hab keinen Grip, kann ich auch nicht viel mit anfangen.
Einfach im Kreis fahren. Ich glaube, der eine Zombie haut gerade vor mir ab. Das kann gut. Oh mein Gott. Das kann gut sein. Ich bremse jetzt nicht völlig ab, tut mir leid. Ach komm schon. Gang. Entspannt. Ja, verpiss dich halt, du Drecks-Teammate, Alter. Hurensohn. Fällt mir frontal rein, dieser Bastard. Sehen. Aber alles gut. Och, Mama, Digga. Meine Fresse, Alter. Och, Junge, jetzt verlieren wir auch noch, oder was? Ah, vorhin war es knapp, alles gut. Und. Junge. Kann man gehen? Die Teammates haben mich bis jetzt am besten geblockt. Okay. Ich hab wen geheilt? Ich war doch infiziert, hä? Der eine Typ hat dich geheilt und der Typ neben dir hat dich berührt dadurch. Alter, nice. Umher, du AS. Ich werde garantiert nicht als Infizierter rausgehen. Wegen dir habe ich jetzt schon wieder keine 200 Abos verdient. Ja, ist egal. Hast du ja auch nicht. Perfekt, Digga, die stehen einfach rum. Moin, Maite. Wie die Hoffnung hatten, geheilt zu werden. Du Drecks-Volvo, hä? Der mich gerade die ganze Zeit verfolgt hat. Jetzt hab ich ihn gefickt. Also vor, so,
bisher läuft's gut. Eine Stunde und schon ziemlich viel durch. Doch. Von uns ist einer rausgeflogen. Jo, was für ein AR-12-Klon, Alter. Nee, ich mach noch keine Ausbildung, aber ich fange im Sommer einen an. Jo, AR-1Z. Einfach AR-12 für mich bestellt. Könnte aber auch legit sein. Irgendwann gehen halt die Zahlen aus und die Buchstaben. Ah, perfekt, Alter. Unser Mate, der eine Krone hat, springt in denjenigen rein, dem ich gerade die Krone weggenommen habe. Stone Smith. Ist schon so eine 5 Millionen Eco-Taktik. Er hat mich nicht getroffen, aber okay. Ja, will be interesting to see. Well, they might have an advantage, but don't think they are. I didn't really test electric cars in Playground Games so far. But I mean, it would make sense because they have torque like in every range of RPM. Jo, mit dem neuen. Ich glaube, mit dem IDR ist es am krassesten. Ja, aber der hat noch mehr, der reinkommt. Ja. He's still trying to get up there. Nice. Nein! Ich bin stuck! Hurensohn, Junge, dieser Volvo-Fahrer, ne? Ich fix deine Mutter sowas von. Oh, komm. Fuck. Wenn ich merke, dass er seine Krone verloren hat? Nee, merkt man nicht. Hallo Legend Graf. Legend Graf? Whatever. Oh, dieser Hund, Alter. Eine Millisekunde. Vorschluss. Don't know why water is a bad place to be in with a rear-wheel drive car with no grip at all. Lol. I drive like a blonde hairy moose. What? What the fuck? Ja, bist du irgendeiner von deinen Schulkollegen? Safe.
Also die meisten Accounts von denen kenne ich mittlerweile. I think he's trolling. I'm not sure. Okay, ich bin nicht einfach. Kann ein bisschen warten, Pete. Ja, okay. Okay, Legend Kral, wenn du es sagst. Ja, ich lerne dann mal zu fahren. Ich dachte mal, es heißt Learn to Driven. Oh man, driven, genau. Hm. Alter, geiler Name. You can nicht Englisch. Könnte auch Tim sein. You can nicht Englisch. Alter, nicer Game Attack. Lass es mal Alex aussprechen. CJS 0000000000000. Brauchen wir denn? Ja, Serie 33, 50%. Lass mich ran. Carpass? Ja. Backstage-Pass. A800 Japan. S1900 Deutschland. Und S2 Geldprotz. Der Typ ist in meiner Klasse. Oh Gott, Digga. Jetzt kommen auch noch Schulkollegen von anderen Leuten in den Stream. Solange nicht beide doch in meiner Klasse sind, die es nicht wusste. Plot Twist. Ja, absoluter Plot Twist. Ja, das glaube ich dir. Ja. So 11 bis... Was habe ich denn? 800 Japan. X7 Skyline. Für Street. Impreza theoretisch mit 5 Grad. Sturz überall. Noch 5? Ist ja wenig. Pete ist wieder da. Ein Drift RX-7. Hättest du Lust auf einen frontgetriebenen Prelude? Mhm. Ja, wir hatten einen bei uns, ne? Der war irgendwie 15 und hatte schon mehr Bart als manche mit 30. Ja, 16 glaube ich, nur körperlich, damit ich den Kopf. Schön, dass du dich für eine weitere Meisterschaft angemeldet hast. Ja, fühle ich das Problem. Fühle ich. Kenn ich. Oh. Das wäre natürlich auch ein geiles Auto. Ach komm, haben wir Spaß. Könnte mein GT86 nehmen mit 1200 kW. Wäre nice. Warte mal, deine Step-Schwester ist helping dir von hinten. Okay. Ich glaube, seine Step-Schwester ist seine Mutter. Gut, dass sie ihr ihm von hinten hilft und nicht andersrum. Okay.
Jedem das seine, ne? Also. Yeah, I don't know if you want to translate it. Ist man mit 16 noch so cringe? Ja. Ja, auf der anderen Seite, Luca ist schon 19, ne? Hä? Hey. Der ist auch nicht cringe, sondern einfach nur geistig behindert. Neuwagenzustand bei mir. Gestern Sex. Nee, ich hab noch Sex mit deiner Mutter. I don't even know if Google Translate could translate into. For multiple reasons. Ja, gut, ja, wenn er noch Fortnite spielt, dann. Oh. Das sind Sätze, die keinen Sinn machen auch keinen Sinn, wenn man die übersetzt. Ja, vor allem, weil es so halb Deutsch, halb Englisch ist. Das kriegt der Übersetzer schon hin. No, what do you mean with me? Oh Gott, war das knapp. Nothing that brings you further in life. Ja, na gut, dann ist er eh falsch. Ist doch nichts Unnormales, oder? Ist doch normal, kennt man doch. Außerdem heißt der Hardware Guy und nicht Hardware Guy. Ja, eben. Er ist ja, ihr seid anscheinend in derselben Klasse, aber wisst nicht mal, wie ihr heißt. Ja, was soll das S bedeuten davor? Der Translator liest auch Sachen aus Dingen, die da nicht Das Ding ist, ich glaub's euch sofort. Ist das jetzt auch normal? Er muss doch gut gekühlt sein, oder?
Ja. So auf, also ja gut, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so random. I mean, the Baja Truck is Japanese, so it's within the rules. So, das eine Vormann flopft auf nicht mit. Versteh es nicht. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, der will nicht depressiv. Also, er ist depressiv. Aber wenn ich noch depressiver werden. Er will nicht, dass seine Depression bekommt. Das ist kein Argument. Tut mir leid. Müssen ihn sagen, einfach danach spielen wir noch eine Runde Wreckfest. Was ist das überhaupt für ein komischer Aufbau? I mean, AI are rammers, if you see it like that. I think I got hit more often by AI than by any player. Was für ein Aufbau hast du eigentlich? Der deine oder nicht? Achso, na, wusste, hab ich noch nicht gesehen. So. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eher ein Offroad-Aufbau. Ja, ja. Nice Sun. Du wurdest ein bisschen langsam. Ja, jetzt fahren wir wieder Drift 2. Like. Ja. Weiterentwicklung, Alter. Das ist einfach Drift 2. They changed their settings to open roads and used old Datsuns with like 500 horsepower instead of 1600 horsepower. Und ein Offroad-Aufbau. And Offroad suspension. And wheels. Zu trinken. Warum vergesse ich das immer? To be honest, this car can be, could be much fun with off-road drift build. Oh Lord. The fuck? Ich meine, du bist zwar Pete, aber trotzdem sorry, Emil, ne? Wir dürfen den Satz halt nicht vergessen in den Streams. Ja, außer in Formula Drift 2, they added Baja Trucks to the cars. Ja. Als jeder.
Oh, what the f... Jo. They also added your usual rally cars, I mean, just basics, you know. Und Verkehr. True. Nah, I didn't die, it was just an optical illusion. Wir sind hier nicht auf Facebook, okay. Ja. I mean, to be fair, I killed him maybe in the beginning. Nach, vielleicht weil du live Top Chat an hast und nicht Live Chat. Ich glaube, manche, die er schreibt, kommen nicht an. Ja, weil bei Top Chat werden Sachen rausgefiltert, deswegen habe ich auch nie Top Chat aktiv, sondern nur Live Chat bei mir. Keine Ahnung, ob du Heimweh hast oder so, aber... Nur Spaß. Sagt der in einem Aquarium lebt. Ich hab mir das Upgrade gegönnt, okay? Im Wald bin ich nämlich in dem Aquarium, die Fische sind in Freiheit. Ja, du bist im Montes Aquarium. Ja. Das ist nämlich so groß, dass ein ganzes Universum drin. Ja. Ein Paralleluniversum. Ich glaube, Legend Graal hatte gerade einen Anfall. Ah, Pete sagt das irgendwie wie ich. Nice. Ach, solange man was zum Zocken hat. Alles gut. Solange man was anderes als ein Handy hat zum Zocken. Ist alles gut. Erstmal einen kompletten Reifen runtergebrannt. Oh, machen wir jetzt auch mal was, oder? Ja, ich bin... Die wichtigen Fragen des Lebens, okay? Also, deine Mutter hat beides, also.
um die Frage. Doing Burnout. Can't show you after this one. Boah, was nehme ich da mal? Ich hätte Bock auf RS4. Teure Autos, ich glaube, Wert. Ja, Floftorf Snip ist ein bisschen buggy. Geldprotz sind, glaube ich, Autos über 1 Million oder 2 Millionen im Wert. Irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. So, Ringverdiener. I mean, you can see it on the controller. Just revving it, releasing brakes and clutch and then getting on the brakes again. Like, it works very good to train it with the Ford RTR Spec 5 in stock form, or the Demon, I think, is also quite okay. Like... Warte, ich guck kurz, wie viel ich hab. Also ich erkläre hier, was denn, dann kommt so eine Frage. Senna also works quite okay. Ich schau hier gegen mein Lenkrad. Und wie viel hast du? Hab nicht geguckt. Ich hab's abgehoben. Ich glaube irgendwie 1560 ab da. Nee, eigentlich ab 69. Über 1600. Ab 69.000. Warum sind eigentlich immer so richtig weirde Leute in deinem Chat? Keine Ahnung. Ja, lieber solche Leute als so ein Hustix oder so. Vielleicht weil du auf Twitch, weil du nicht auf Twitch streamst, sondern auf YouTube. Das ja. Sind irgendwie immer komische Leute. Königsegg, what was it about, if AI would be Rammus? Ja, ist klar, Floftorf, dass du dich angesprochen fühlst. Nein, Domme, du bleibst. Domme, Floftorf, du bleibst. Beide Domme bleibst. Ah, der Heatwear Guy, Alter. Das ist aber sein zweiter Account, glaube ich. Ja, du bist zum Beispiel auch nur ein zweiter Account von mir, damit ich das Gefühl habe, Freunde zu haben. What the fuck? Moin. Moin. Auf einmal kommt aus dem Porsche angeschossen. Aber am Ende sind wir alles nur Illusionen. Stone Officers. Digga, was ist denn mit dir eigentlich? Fuck! Ich glaube, das. Weißt du, das sind so Sachen, so eine Scheiße labern wir im Privaten, aber im Stream. Kenne ich aber beide nicht, von daher. Ja, Mia. Ich glaube, er meint Mia Khalifa, oder? Keine Ahnung, weiß ich aber auch. Also, ich habe den Namen man, schon, aber die ist, hab die ich schon man, gehört vom Namen her, aber. Die ist nicht nice. Kann ich nicht zuhören. Zuordnen. Kann ich nicht zuordnen. Nicht zu, ach, egal. So. Aber auch Schlompe. Ja, ey, er ist. Findet seine Tasten nicht, glaube ich. Muss schon sagen, Qualitätschat. Doch lieber Top-Chat gehen. Da findest Kack-Send was?
Achso, du findest kackende Esel besser. Nein, das sind keine Araber. Full Front. Nö, nö. Vor allem wäre das Montes Chat, der wird erstmal alles mit Porno-Webseiten vergleichen. Was? Was? Digga. Gibt's halt nicht mal, du Idiot. Oder gibt's Mammut? Nein. Eine der Tiere, die nicht mal durch den Mensch ausgestorben sind, glaube ich, oder? Na, vielleicht am Ende doch. Er kann doch sein. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber... Ich glaube, die waren davor. Haben sie umgebracht, weil die keinen Bock hatten auf Menschen. Ja. Abgelenkt. Ja, das glaube ich euch, dass ihr irgendwelche Frauen belästigt. Ah ja, uff. Ah ja, die KI jietet komplett rein. Hier, was ist mit Headburger passiert? Früher war der noch normal. Früher, letzte Woche. Ja. Jetzt auf einmal das. Hi, dritter Account von Herrn. Oha, voll nett von Herrn. Hey, OG Lin, whatever. Oh Gott. Oh, das passt. Hallo. Oh, wir sind beide move. Oh, moin. Du kannst ja gerne mal mit dem Chat reden. Luca, der Community Manager. Da sind ein paar Fragen für dich drin. Die Leute sind so auf deinem geistigen Niveau. Da sind Fragen für mich? Roll. Ja, persönlich an dich gestellt. Stell dir einfach nur vor, da steht Frage an Antrix. Ja. Ja, du musst schon sagen, welche Frage, da sind ein paar drin. Welche Frage du am Band von bist. Welche versaute Videoschlombe findest du am besten? Mia Kelitz oder Lana Rhodes? Beide nicht so große Titel, aber ja, passt schon. Beide, nehme ich beide. Ja, Ende. Wird dieser Stream gesperrt? Ich glaube schon. Die Leute werden gleich gesperrt. Was ist eigentlich Geldprotz? Teure Autos? Fragezeichen. Geldprotz, das ist... Das musst du nicht beantworten, das ist für die, die sich mit Forza auskennen. Geldprotz, Das ist egal. Das ist egal. Ich kann kein Deutsch. So. Ja, da sind noch ein paar, ne? Ja, lass doch mal mein Forza starten bleibt. Das ist auch eine Frage an Luca, glaube ich. Hallo? Hast du schon mal Cockwurst gegessen? Knockwurst. Was ist das? Musst du doch wissen. Alifa hat Reisen Mopste. Nein, die von Khalifa lang nicht. Die müssen noch größer. Ihr seid irgendwie zu dumm zum Schreiben. Vierfach D muss das. Man macht das extra. Was hat deine Freundin, Luca? Ja. Warte, ich kann's ja analysieren. Ich will auch. Analysieren, Anna? Was? Oralisieren. Halt's Maul.
Was ist denn? Das ist, ich steck dir gleich Kopf in den Arsch. Erstmal bin ich dran, okay? Oh, boah, das ist köstlich, ja, möstlich. Nur weil ich gestern dran war, heißt das nicht, dass du jetzt dran bist. Doch. Mann. Ja, okay. Oh, gibt auch. Aber mach diesmal genug Leid, dir. Ja, letztes Mal hat schon gezogen. Ey, du passt perfekt zu den beiden Jungs, Luca. Es ist... Hab ich doch gesagt, Tom. Okay, also... So langsam, bitte euch. Ach du Scheiße. Moin, Pups. Mal zusammenreißen. Gut, dass die Frage schon mal kam. 2,5 Jahre knapp, glaube ich. Ich spiele seit Forza Horizon 3 Release. Ja. Forza Horizon 4 Release. Ich habe auch vorhin Nüsse gegessen, aber die sind jetzt leer. Da steht nur, seit wann spielst du Forza. Und ja. Nicht, seit wann spielst du Forza Horizon 4. Ja, ich habe ja Forza Horizon 4. Seit der Demo, also so 2-3 Vierteljahre, wenn du so siehst. Und, ach nee, stimmt, ich habe davor noch irgendwie, als Horizon 4 angekündigt wurde, habe ich mir Apex angeguckt noch. Ich spiele Forza seit 2015. Wann habe ich mir Apex runtergeladen? Auch irgendwann Sommer 2018. Holy fuck, das ist schon lange her. Ah, holy fuck. Ist das das, gerade im Moment scheiße oder muss ich schon wieder ein Update machen, Alter? Junge, ich bin einfach froh, dass Königsegg RS einfach kein Deutsch kann. Ja. AI Level Maximum. So unbeatable. I mean, it's not even good on unbeatable, but. Gut, dass wir auch gegen den. Bist du auch vorher genauso abgeflogen wie ich? Nee, ich bin einfach so reingefahren. Ah, perfekt. Ich wurde für Safe Swappen immer noch nicht gebannt. I like that. Tja, bei uns guckt gerade so ein Forza-Mitarbeiter zu. Hallo. Man wird nur gebannt, wenn man nichts macht, okay? Ich würde gerne. Okay. Aber du fahr mal mit einem Hammer auf den Kopf. nee, lass es. I must be shit at driving, then depends. I mean. AI has a certain spell that's called ramming you off the track and. Yeah. Which are you talking right now, Mr. Lino? Ja, dass du als Russe understand. Dass du als Russe mit diesem Fake Mr. Beast was nicht kennst, okay, aber. Mit diesem Fake was? Also, Digga. Oh, Digga. Kamui, wo bist du? Das ist chinesisch, glaube ich. Ach, ist doch alles dasselbe. Also, diese Woche ist schon ziemlich wack, was man bekommt, oder? Can I do a higher level? It's no problem. Was ist, Luca? Die Woche ist schon ein bisschen wack, was man bekommt, so, oder? Ja. Ja, ist normal. In 3,92. Normal, dass alles wack ist. Nein, das ist eine normale Woche einfach. Mark 3 Supra. Ja, eine wacke Woche. Ja, wobei die Autos sind für mich schon ganz okay. Wenn man sie noch nicht hätte. 10-mal. Ich hab so lange kein Forza mehr gespielt, oh. So lang? Seit einer ganzen Woche schon nicht mehr, ja? Alter. Oder war ich überhaupt letzte Woche dabei? Ja. Ja? Du wolltest dir doch den Peugeot holen? What the fuck? Ja, stimmt. War ja was. Ja. Ja, yeah, I mean... Ich hab's auch übersetzt und nee. I haven't yet, but I definitely won't. Soll ich mal lassen. Like, I don't know if I would recommend translating the chat at all right now. I agree. Ich kann diese Sprache leider. Dünches anziehen. Ich kann sie so ein bisschen. Mit diesen Dünches reinziehen. Ich kann sie so ein bisschen zum Glück nicht so gut, aber ja. Luca, möchtest du bei der letzten noch mitmachen? Weiß nicht.
Was für Monster Schaffel ist es? S2 Geld. Ist lustig. 2 ist lustig. Was so. S2? Gelb-Protz. Offroad, weiße. Gelb-Protz-Straße. Bitte was? 4 Geld. Straße. Teure Auto. Bitte was heißt viel Geld? Teure. Ist die einfahren oder was? Zenbo fahren. Vielleicht, keine Ahnung, wie viel der Wert hat. 1,2 Millionen, langt das? Bestimmt. Wird man sehen. Oder ich baue mal was auf. Nee, dafür haben wir keine Zeit. Ja, okay, dann fahr halt. Dann fahr halt, ist mir doch egal. Du kannst auch mein Auto nehmen. Arsch. Können wir noch mal kurz warten, bevor wir anfangen? Ja. Noch mal kurz, du kleine Dummes. Fährst du mit Formula D Auto? Ja. Finde ich gut, ich nehme deins. Ach so, nein, ich fahr. Der hat nie genug gehört. Aber. Och Mann. Was hab ich denn? Langweiler. For one year racing, yeah, it's I tuned a few cars for this kind of stuff, but oh boy. Ich sollte hier gucken. F1T. Kannst du mich einladen? Kannst einfach beitreten eigentlich. War so faul, Mann. Bisschen keck. Ja. Ah, ich habe mehr FXXK, das passt. Ich habe auch eine MC12-Version Corsa. Ich habe auch einen Lego Bugatti. Auf mein Peace. Die Sitzung, die du beitreten wolltest, existiert nicht mehr. Okay. Mensch. Immer machst du nur Probleme. Hallo. Hallo. Ich mach keine Probleme. Doch. Hey, jetzt bist du doch in der Sitzung? Ja. Hä? Hä? Okay. Ich bin ja jetzt auch da. Klappt wie alles. Schnell Dings starten, bevor wir jetzt eine neue Sitzung finden. Ich habe viel Gutes über die Herbstmeisterschaft gehört. Schätze, ich werde wohl noch mehr hören, nachdem du dich angemeldet hast. 50 Runden Goliath, 2000 Videos, 300 Subs, im Sommer irgendwann, wenn ich Zeit und Lust habe. Bei 30 Goliath, Grad, Alter. Wenn das Wetter 30 Grad hat. Hm. Ja. Aber mit Formula D Autos. Ja, wahrscheinlich. Nee, mit D100 Autos. Ach du Scheiße. E0. I did it once, so... It would be the second time. It doesn't take 10 hours. It takes like 7 or 6 and a half. Not that long. Nö, nö. Geht so noch. Einmal atmen, dann hab ich eigentlich schon durch. Dann blinzelt einmal und dann. Huh? Stell dir vor, du musst einfach pissen gehen. Dann ja. Drück ich auf Pause. Es gibt ja einmal, ne? I mean, I've did quite a lot of those 4-hour races and 12-hour races in Gran Turismo 4 back in the day, so... Ja. 12 Stunden Rennen. Ja. Gab auch 24 Stunden, die waren aber zu lang für die PS2. Ich wusste damals nicht, dass es Beastback gibt, von daher... Was? Beastback? Beastback. No. Skylines? Ja, es gab sehr viele Skylines in Gran Turismo 4. Ja. Mit verschiedenen Farben.
Es gab allein irgendwie 5 Midnight Purples für verschiedene Autos. Hä? Echt jetzt? Ja. Also es gab quasi jede Version vom R34. Ja, viele JGTC Skyline. Es gab den Falcon R4-3, es gab den Pensoil JGTC, es gab den in der Nissan-Lackierung in der JGTC, es gab den Carlsonic JGTC, es gab den... Es gab ein paar. Lukas 187, das ist cool. Cool. Ja. Yeah. Jo. Oh Gott, die KI. Ey, die KI hat mich da voll entgegengeschmettert. Alter, wie lange hatten wir keine S2-Meisterschaft mehr? Echt lang hier. Digga, der Ferrari hat ja richtiges Turboloch. Ja. Gut erkannt. Und deswegen macht man Twin Turbo. Und deswegen macht man 10 Liter Hubraum. Luca! Ja, Luca ist ist so gut, ne? Jetzt in ein paar Tagen 2 Prestige-Level gemacht. Ne, 3 sogar. Ja. Er ist so gut, dass er langsamer ist als ich. Das, obwohl er alles scheiße fährt gerade. Alter, es ist so unmöglich hier, die KI. Alter, Luca! Ah! Ich werde hin und her gerammt, ohne dass ich nah von einem anderen Auto bin. Luca hat richtig gefahren, ja. Okay, Stone Officer. Natürlich habe ich das gefarmt und so. Junge, dieser verfickte Centenario, verpiss dich, Alter. Der bringt dich einfach um. Ja, ist halt so, ich will überholen, er rammt mich. Jetzt hab ich einen Giro hinter mir, Alter. Guck nicht auf, Alter. Gutes Rennen. War eine Fresse. Also die KI haben sie gut hinbekommen. Wir fahren so wie die echten Leute. Ich meine, Leon hatte vielleicht doch nicht so unrecht mit, das repräsentiert echte Spieler. Ja. Weißt du, andere spielen mit Fidget Spinnern, ich spiele mit einem Imbusschlüssel und Schraubenziehern. Ich glaub, hat er Messer rum. Ich spiel mit meinem Cock. Genug dran. Für alle. Das ist wahrscheinlich wie so eine Kabeltrommel, auf der du eine extra Mauer rollen musst. Oh shit. Oh mein Gott, Alter. Digga, was das? Wie hart der mich weggeräumt hat. Die perfekte KI, Alter. Der Tirol macht richtig Stress, Alter. Junge, weißt du, S2 und dann so eine Strecke. Ist so. IDA wäre hier cool. Aber der 40 funktioniert hier gut. Wow. Du Hurensohn, Chiro. Rammt mich einfach neben den Checkpoint. Baba. Mann. Der ist halt nicht so 187 wie du. Oh fuck. Hm. 187. Krass und schon da. Einsatz 187 Straßenband. Street Bands.
Gummiband. Ja, so schnell, ich hätte nicht mal Zeit für meine Phrasen. Immerhin nicht, Neuter, sag ich immer. Fühle ich den Spruch. Mein alter Chef, geil. Immerhin nicht Neuter. Mino, warum hast du da eigentlich noch so viele Punkte offen gelassen? Weil das ein homologiertes Fahrzeug ist. Ja, doch, du hast in der Selbsthilfegruppe. Komisches Lino-Tuning ist, dass niemand fährt. Du bist gerade in der Selbsthilfegruppe. Ich weiß nicht, ob er sich nur verklickt und ein Stream-Rating will. Oder ob er wirklich einfach nur in die Selbsthilfegruppe will. Wer? Fluffdorf. War gerade in der, der war gerade in der Selbsthilfegruppe noch. Okay. Jetzt inne. Ja. Jetzt ist er wieder drin. Du hast dich verklickt, du warst im Falschen, du warst im Voice Chat. Okay, ich hab mich nicht verklickt, ich hab auf Fluffdorf geklickt, aber. Achso. Macht so ein Spiel draus, ob wir ihn moven können. Boah, Junge, aber ziemlich schnell heute. 2 Stunden und schon in der letzten Meisterschaft. Und nur noch ein Rennen für Fazit. Aha. Eigentlich haben wir gewonnen. Hier drin. Perfekte Giro, verpiss dich, ich mag dich nicht. Das ist so eine F für Freunde. Jetzt nicht mehr. Nee. Piet! Nix Arsch wie können, Alter. Guck lieber auf die Straße, Lino. Auch bei mir ist alles gut. Immerhin nicht Sechster, sagst du? Ja. Da hätte schon noch ein bisschen mehr Leistung reingekommen. Jo, es ist ein homologiertes Fahrzeug. Homo. So ein komisches Keck auf. So ein komischer Keckaufbau, den eh niemand. Ja, Crystal Ey, ich wurde. Alter, ich erinnere mich noch ganz genau, du hast meine Tunings einfach sogar gelobt. Zwar für was anderes, und zwar hast du gesagt, die kann man gut driften, auch wenn sie gar nicht darauf ausgelegt sind, aber. Egal. Wow. Ey, ich wurde vorgestern gefragt, ob ich meine Tunings noch online habe. Die wurden benutzt. Von daher, alles Hater. Ja. Ich hab auch schon mal Tuning. Aber nur weil ich zur Fall bin, ging das einzubauen. Ich habe kein Tuning runtergenommen, aber ich habe ein Safe Game verloren. Dadurch habe ich gar keine Tunings mehr online, glaube ich. Außer das von Mustang, das habe ich direkt wieder nach dem. Ja, du bist ja auch ein Kick, dass du nicht einfach reset hast. Scheißegal! Ist doch nur Forza. Forza, ja. Da gibt's Schlimmeres. Need for Speed Heat zum Beispiel. Ja, das habe ich eh nicht installiert, also. Wie oft hast du es installiert? 2-mal. Wie oft deinstalliert? 3-mal. Ja. Ja, ergibt Sinn, oder? Hallo Fluffdorf. Ja. Hallo Fluffdorf. Du hast es 2-mal installiert, aber 3-mal deinstalliert. Klar. Ich glaube andersrum. Ich glaube, du vertauscht hast. Nicht wirklich. Kannst du es einmal mehr deinstallieren, als du es installierst? Ich kann alles. Installieren, abbrechen, nochmal drücken. Hallo, Flotter. Wenn du es deinstalliert hast, wahrscheinlich mehr. Flotter ist abgegangen. Oh, geil, Porsche Cayenne.
Endlich. Hab ich mir immer gewünscht. Endlich. Endlich, ja. Endlich, ein Porsche zum Abbrennen. Der große Bruder vom Porsche Marza. Ah, ja. Lustig. Marzahn. Hat doch Dings mal gesagt. ApoRed. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video das Hobbs genommen hat. Hobbs genommen. Warum weißt du, was ApoRed sagt? Das war in irgendeinem Video, ich glaube, entweder von KuchenTV oder so. Ja. Jetzt kommen die Ausreden. Da hatte der irgendwas mit ApoRed. Das ApoRed-Fan gibt's zu. Ja. Guck in letzter Zeit eigentlich nur JP und Braille. Das war's. Ich habe so viel in letzter Zeit gefühlt wieder abonniert. Bis eh jeden Tag am YouTube durchspielen. Ja. Ich kann ja mal gucken. Also. Zombie habe ich in letzter Zeit wieder mehr geguckt. Alter, habe ich viele Playlists. Hilfe, weniger Anzeigen. Zombie, Pete's Meat, ja gut, Held der Steine, Donut Media, unsympathisch, Luke the Notable habe ich endlich mal abonniert. Der macht diese, oder hat angefangen mit Surviving 1000 Days in Minecraft Hardcore und so. Macht da so Zeug, ist nice. Ja gut, schon länger geguckt. Space Fox habe ich jetzt mal abonniert, habe ich auch schon gewisse Zeit geguckt eigentlich. Abonnierst du die nicht direkt? Keine Ahnung. Ich gucke immer so ein bisschen, irgendwann merke ich, ich kann sie auch mal abonnieren. So. Aber ja. Ja. Hat bisher für mich funktioniert. Besonders viel Spaß? Gut. Immerhin. Der Peter dann scheint besonders viel Spaß. Bis nächste Woche, Pete, danke fürs Mitmachen. Man sieht sich. Ich muss jetzt noch ein Rennen machen für den Forsaton für mich. So ein 500 Meter Rennen. Dragon? Ist der Cayenne Turbo was wert in der Auktionshaus? Ich weiß es nicht ganz. Maximal ein paar hunderttausend, glaube ich, aber. BMW M3 GTS haben wir, ne? Haben wir bekommen. Wir wollen von dem Auto begrüßt werden. Der Frontkratzer, Alter. Ganz ehrlich, ich finde, der sieht ohne die Lackierung noch schlimmer aus. Weil die Lackierung macht dieses Behinderte einfach so behindert, dass es gleichzeitig wieder normal ist. Fühle ich aber auch irgendwie. Also was du gesagt hast, nicht das Auto. Ah. Doch, das Auto. Ja, das Auto ist halt schon extrem geil. Ja. Aber diese Spoiler unterhalb der Heckscheibe ist schon so mit das hässlichste, was es im Tuning-Bereich gibt. Ja, schon so. Vor allem so viel Sinn macht's auch nicht. Macht's auch nicht wirklich. Ciao, Emil.
einer hat sich dafür entschieden, das nicht zu nutzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer. Hm. Ich wollte eigentlich zuerst einen Stock Evo nehmen. Aber ja. Mein Wagen hat halt zu viel Grip. Boah, dieses Rennen sieht so schwer aus von der Route. Ich glaube, ich werde einfach letzter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir die Route merken kann. Ja, ich weiß auch nicht, ob man der Route so folgen sollte. Tom. Hab vergessen zu schalten. Perfekt. Oh, noch 5 Level absolut dominiert. Ich bin Gauntlet das erste Mal gefahren. Ich bin absolut dominiert. Ja, danke. Es war so schwer zu gewinnen, ne? Ja. Easy Teleport. Ist eigentlich auch ein Stonks Weg, sich zu teleportieren, wenn man sich nicht teleportieren kann, warum auch immer. Nee, absolut nicht. Naja, ich bin am Ende vom Gorn. Nee, bin ich nicht mehr. Hä? Ich bin irgendwo random. What the fuck? Ah nee, doch, bin am Ende vom Gorn, das stimmt schon. Ich bin auf irgendeiner von euch beiden steht hier unsichtbar bei mir. Luca. Hä? Was? Du bist bei mir hier unsichtbar. Also hier ist gerade Action, dieses Action-Teil aufgeploppt. Ah, jetzt bist du da. Moin. Was willst du machen? Oh Mann. Warte. Sollen wir da mit vorne kam fahren? Ah! Ich schon mal im Augen. Hä? Ich hab's mit meinem Subaru gemacht. Was zur Hölle machst du da? Ich bin Beyblade. Beyblade. Weggegiertet worden. Es gibt so eine Schelle fürs Stehenbleiben und dann wird man weggejietet, Alter. Dom hat mich so mal durch die gesamte Map geschossen. Unimog. War lustig. Alles klar. Sure, das Tuning ist geil. Ja, wahrscheinlich einfach nur ABD von Leistung und vorne und hinten komplett auf 100% Beschleunigung, oder? Und Dreckreifen und ein bisschen was anderes. Weil, weißt du, was der. Komm mal her, ich zeig dir, was der Wagen eigentlich machen soll. Bro, ich bin gerade in die Garage gegangen. Das ist ins Haus. Ja. Junge, jetzt erstmal, ja. Ach, Kek. Nö. Gehst du nicht, mach schon. Doch. Ich mach jetzt ein Volvo 850 trifft Juni. Das Ding ist dafür gebaut zu driften. Das ist als Leichentransporter gebaut worden. Nein.
perfekt geparkt. Und? Könnte schon so auf einem Automagazin landen, oder? So, wenn man in den Hintergrund raus. Nee. Schade. Wie er Hoffnung hat. Epic Hoffnung Cinematic. Hoffnung stirbt zuerst. Ich glaube auch. Naja, ich würde erstmal sagen, wir beenden das heute erstmal für den Stream. Halt's mal rund. Flopflop hat bisher immer noch nichts gemacht, vielleicht wenn du den Stream aufs. Ja. Der war tot, glaube ich. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame, was ich von Race Room diese Woche streame oder vielleicht was anderes, mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich sollte schon. Tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.